Sache ist nicht mehr. Inmitten seines Schaffens und Wirkens in unserer Gemeinde wurde er unerwartet und allzu früh der Welt entrissen. Von der Friedenskirche, die wohl als gutes Andenken an seine Person bezeichnet werden kann, tritt nun Pfarrer Lappe seinen letzten Erdenweg an. Langsam bewegt sich der feierliche Kondukt zum Friedhof nach Birk. Erinnern wir uns noch einmal jenen Worten, wo Pfarrer Lappe zur Kircheinweihung im Jahre 1962 Folgendes sagte. Wir wissen, dass wir dieses große Werk nicht einmal begründen konnten, weniger fortsetzen und vollenden, wenn die große Güteexzellenz uns nicht gestrahlt hätte bis hierher nach Gruppendorf. Und wir alle danken von ganzem Herzen. Wir wissen wohl, es bleibt noch manches für uns übrig. Und ich freue mich, dass vor allen Dingen in den letzten Tagen so manches Herz sich geöffnet hat und gewusst hat, dass es etwas mittun muss, um es weiter zu schaffen. Das Größte oder etwas sehr Großes bleibt uns jetzt, dass wir entsprechend dem schönen Hause auch das geistige Haus der Kirche aufbauen in unserer Gemeinde, dass die Menschen mit Freude dem Herrgott dienen. Und so muss ich fast sagen, Exzellenz, wie damals Petrus gesagt hat, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich. Ich glaube, meine Gruppendorfer, heute gehören eure Herzen in meine Hand und eure Herzen werden wir heute unserem Oberhirten emporflammen lassen. Oberhirte, Bischof von Kärnten, die Herzen von Gruppendorf grüßen Exzellenz und weihen sich dir und geloben, Treue zum Glauben und Leben nach dem Glauben. Ich verspreche heute in eurem Auftrag, in eurer Gesinnung, Glaube und Treue dem Glauben. Ich gelobe, es soll hier eine Oase des christlichen Lebens bleiben. Und wenn der Name der Kirche durch die Jahre hindurch wir schon genannt haben, Friedenskirche, so soll es eine Oase des Friedens sein. Frieden mit Gott und Frieden mit den Menschen.